So, herzlich willkommen zu diesem Video. Nun, das ist jetzt das fertige Video. Heute beschränken wir uns mal nur auf die NPCs, die sich ab der Karte 6 bis Karte 10 herumtreiben. Ja, kommen wir jetzt zum ersten NPC. Das ist ein Los Administradores. Der bringt 160.000 Gold, hat 37.600 Hitpoints und wenn er einen trifft, macht er einen Schaden zwischen 900 und 1400. Joa. Das nächste NPC wäre dann natürlich der Kolikos-Man. Der hat eine Belohnung von 210.000 Gold. Hitpoints hat er 47.600 und einen Schaden wie der Los Emissadores bringt. Der bringt nur 900 bis 1400 Schaden. Ja, das dritte NPC, was sich da auf der Karte rumtreibt, ist einmal ein Morgenspukane. Das bringt eigentlich den meisten Goldbetrag, den man auf den unteren Karten haben kann, also die 270.000 Gold. Hitpoints hat das Ding von 50.000 und einen Schaden von 900 bis 1400. Dann kommen wir hier zu den Besonderheiten, denn ab der Karte 6 kann man, ne, ab der Karte 7 natürlich kann man auch NPCs schießen, die Perlen bringen. Da haben wir einmal eine Flying Dutchman, 250 Perlen bringt das Ganze, 400.000 HP hat die und macht einen Schaden von 900 bis 1200. Wenn wir uns erinnern, diesen gibt es auch, glaube ich, in Fluch der Karibik, dieses Flying Dutchman. Ja, kommen wir zum vierten. Das ist ein Drache, der heißt Tiamat, der bringt 500 Perlen, hat 1 Million Hitpoints, macht einen Schaden von 7500. Ein weiteres Perlen-NPC ist natürlich Kiribati. Das bringt uns 60 Perlen, hat Hitpoints zwischen 90 und 95.000 HP, macht einen Schaden von 1000 bis 1600. Ja, und dann haben wir natürlich hier ein Kilimato, das hat 85 Perlen, bringt 85 Perlen, hat 145.000 HP und macht einen Schaden von 1100 bis 1600. Kommen wir zum vorletzten NPC, den man da unten schießen kann. Einmal die Kiliwalis. Die bringen schon 130 Perlen und haben 215.000 Hitpoints, machen Schaden von 1100 bis 1600. Und natürlich das letzte NPC, das wahrscheinlich stärkste, nicht von der Hitpoints her, aber naja. Also der Kokolau, der bringt 310 Perlen, hat 520.000 Hitpoints und macht einen Schaden von 1100 bis 1600. Ja, das waren die NPCs. Nun, was an der Karte 6 besonders ist, ab der Karte 6 fangen die Gildeninseln an, denn da hat jede Gilde die Möglichkeit, eine Insel zu erobern und sich natürlich in dieser Insel Schutz zu nehmen. In der Theorie funktioniert es gut, in der Praxis leider nicht, denn eine Insel schützt niemand, nicht vor Blubbern und ja. Also ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ciao.